Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute wieder in Neustadt-Brühenberg unterwegs, und zwar bei der Ortswehr Hagen. Okay, gehen wir mal weiter. Hier, wie gesagt, das Herzstück, ne? Eine FPN 10-3000. 10-3000? 3000. 3000 Liter. Also hier wird ernst gemacht? 2000 Liter Wassertank. Also schön auch, ne? Ich weiß nicht, hast du nachgeguckt oder wusstest du das so? Also FPN, vollkommen richtig, 10-3000, 10 Bar. Und kein Schild. 10 Bar, 3000 Liter die Minute, ne? Genau. Super. Oh, und hier sogar mit Tankbetriebsschema. Genau. Auch, ne? Man ist nicht so schade, auch mal irgendwie einen Zettel reinzupacken. Nein, weil manchmal, natürlich nicht. Genau, ich finde das, ich bin da ein Freund von, ne? Auch mal in der TS oder PFPN kann man auch mal so eine Drucktabelle mit ranhängen oder sowas. Ne? Das ist halt. Ja. Wir gehen dann halt wirklich dann teilweise von dem Szenario aus. Mittwoch, 11 Uhr, wer ist dann hier? Das genau. Sind auch, sagen wir mal, Leute, die nicht so häufig beim Dienst sind, damit auch noch klarkommen. Also ja, genau, deswegen. Richtig. Ja, ist auch so. Oder die halt sonst einen anderen Schwerpunkt haben, du hast nur AGTs da, brauchst aber gerade gar keinen AGT, sondern hast einen. Was weiß ich, ein Busch brennt und du brauchst schnell Wasser. Dann muss, natürlich. Ne, dann, also jeder hat sich ja so ein bisschen gewisserweise spezialisiert, aber ja. Ist doch gut. Genau, hier die Fernbedienung für unseren Lichtmast, oben drauf. Okay. Und ja, dann haben wir hier noch das ganze Zubehör. Saugbetrieb. Die Schublade ist ja gedämpft hin, ne? Mit dem Band, ist das richtig? Ja. Ist ja witzig, also die fällt hier, knallt hier nicht raus. Ihr seht hier in diese Mechanik mit diesem roten Band. Ne? Oh, das ist ja geil. Ja, das ist ja gut. Hier. Ne? Also das ist kaum Gewicht. Ich kenne das sonst, der Klassiker bei solchen Schubladen ist immer, Achtung, gleich kommt sie. Mhm. Super. Genau, dann haben wir Sammelstück, Hydroschild. Hier noch zwei zusätzliche Rückflussverhinderer. Genau. Ja. Genau, Druckbegrenzer. Das Übliche dann noch. Das Übliche halt, ne? Genau. Ja, also wieder Rückflussverhinderer, ne? Wisst ihr, haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt finde ich die, wo ich leider sehe, was habt ihr oben drauf? Die Sauglängen, die ja. Steckleiter. Vierteilige? Ja. Und ja, Schaufeln, Feuerpatschen, Forken, Dunghaken, du was, okay. Schlauchbrücken. Ja. Auch relativ vielseitig. Ja, super. Okay. Jo. Und da oben sieht man übrigens auch noch die Kamera dazwischen, ne? Ja. Die Rückfahrkamera. Okay. Weiter. Ich sag, machen wir. Hier, ebenfalls wieder Schnellangriff B. C. Achso, B da unten. B ach, da unten. Zweimal? Ja. Ja. Oh, okay. Und C dann noch. Wobei hier halt noch die Besonderheit ist, dass wir hier ein modulares Strahlrohr haben mit veränderbarem Aufsatz. Weil das können wir dann nämlich noch hier an das Mehrzweckschaumrohr ja. anstecken und an die schnell. Ah, da sieht man diese Adapter, also diese, ne, ja, genau. Die man da ran macht. Da kann man so seinen vorderen Kopfbereich hier austauschen, ne? Genau. Okay. Genau, dann haben wir hier noch. Also, CO2-Löscher, Pulverlöscher, ganz normal, also ABC, Kübelspritze. Da oben ist jetzt so eine Netzmittelkartusche oder so. Genau. Netzmittelzumischer. Und ein ganz normaler Schaumzumischer Z2. Können wir auch nochmal raus, ne? Hier auf den Riegel. Genau. Seife, Desinfektionsmittel, Druckluft, Wasser. Ja. Genau. Und da oben das Ölbindemittel. Also Ölbindemittel in Kanistern sieht man immer mehr, ne? Also das Klassiker war sonst immer so ein Fass oder, ein, oder die Tüte ja. davon, ne? Die Säcke, genau. Ja gut, was natürlich generell bei diesem Fahrzeug schon ein bisschen auffällt. Ich will nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, aber es ist alles ein bisschen höher, weil es halt ein LKW-Aufbau ist. Ne? Führerschein übrigens mit der Kiste? Führerschein Klasse C. C. Das heißt, also den richtigen LKW-Führerschein braucht man hierfür.
ist zur Löschwasserentnahme. Unterflöhe dran und Wasserabgabe. Zwei B-Streurohre. Auf der anderen Seite haben wir dann halt Standrohr, Schachthaken, Hydrantenschlüssel. Standrohr dann auch mit Rückflussverhinderer. Ja, okay. So. Für Schaumittelkanister. Jetzt aber jetzt überleg, hat zwei C-Rollschläuche nur noch hier. Also ihr habt diesen Schnellangriff-C-Schlauch. Und noch die vier C-Tragekörbe. Ach ja. A3-Schläuche. Ja, genau, das ist dann wirklich nur, wenn wirklich so die letzten Meter fehlen. Auffangmulden. Genau, also so Auffangmulden, Auffangschalen, wenn irgendwie irgendwas ausläuft, irgendwelche Chemikalien oder sowas. Ne? Handwerkzeug, was ist das denn? Das ist so der klassische, ja, Werkzeugkasten. Na, so klassisch sieht er gar nicht aus, aber... Wow. Ne? Genau. Okay, der kleine Rüstwagen quasi. So sieht's aus. Genau, Schaumittel. 120 Liter. Und da geht's dann auch schon los mit Formholz. Wir haben so 120. Wir machen mal hier. Das sind 80. Hier ist 100. Und hier war es noch einen hinten hinter. Ah! Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? 120? Ich habe die dahinter nicht gesehen. Ne? Ja. Jeder 20 Liter. Mathe habe ich aufgepasst und dachte, okay. Genau. Nee, schön, da war auch nicht dabei. Da kommen wir schon eine Zeit lang mit hin. Ne? Ja. Gut. Und das ist jetzt quasi alles, dieses Gerätefach für Verkehrsunfall. Genau, das ist das, was das HLF ausmacht. Ne? Jetzt kommen wir zu dem Hilfeleistungskrams, was ein LF nicht drauf hat. Ne? So, also... Ja. Genau. Rettungsgerät, Schere, Spreizer. Klappen wir mal raus, ne? Gucken wir uns mal an. Ja, klar. Kannst du noch einen weiter? Ja. Okay. Gut. Also, ihr habt Schere, Spreizer. Dann haben wir die, habt ihr die Rettungsstempel oder also Rettungszylinder. Ja, die kann man da auch dann halt noch mit anschließen. Gehören damit zu. Und dann haben wir hier halt unsere Hebekissen. Ja. Druckluft-Hebekissen. Der Unterschied ist jetzt auch hier, ne? Wir haben hier, das eine ist hydraulisch, das heißt hier ist Öl drin, richtig Hydraulikflüssigkeit. Ne? Also damit wird das hier auch betrieben, diese Zylinder, das ist halt alles mit Flüssigkeit, das darf ja nicht komprimiert werden. Genau. Aber diese Hebekissen, die sind halt mit Luft. Und damit man diese Luftkissen füllt, hat man halt diese Lufttank, der dann hier sozusagen mit diesem Steuergerät zugeführt wird. Ne? Genau. Okay. Die können aber auch mit normalen AGT-Flaschen betrieben werden. Ja, das ist halt ein Druckminderer und dann kannst du halt... Genau. Ja. Okay. Und dann haben wir hier noch weiteres Zubehör zum Hebekissen, weitere Schläuche. Gewichtsspannung. Ran da rein. Spanngurte. Dann haben wir hier noch ein. Ah, hier unser schönes Bild. Einmal noch ein Kettensatz für den Spreizer, ja, um etwas auseinanderzuziehen, weil der Spreizer hat ja nicht so eine große Reichweite. Ja. Das ist quasi unsere Bereitstellungsplane. Okay. Wenn wir Verkehrsunfall haben. Das heißt, wenn der Gruppenführer, wenn schon mal raus ist, soll er die Plane dahin legen, wo er den Ablage- oder Ablageplatz haben will. Und dann kommt da halt gleich noch mit das Bild zu, damit die anderen Trupps genau wissen, wo was hin soll. Okay. Dann haben wir hier noch Akkuschrauber, Säbelsäge. Also das ist jetzt Akkuschrauber-Ladegerät, das klappt hier sozusagen hier mal drauf? Genau. Aber kein Akku drin? Momentan nicht, ne. Okay. Der Akkuschrauber dazu, wollen wir auch mal reingucken? Ja, klar. Wir schon mal hier gesehen. Raus. Bohrer mit dabei, Bits. Bits und Bohrer, alles einfach so. Ein zweites Ladegerät. Ja. Und hier unten dann noch unsere Akkusäbelsäge. Ja, sehr schön. Schönes Teil. Ja, dann nehmen wir das hier. Dann gehen wir einmal runter in den Keller. Den nächsten. Also was im Film nicht so rüberkommt, aber ich finde diese Handhabung, dieser Fächer ist hier sehr gut. Ne? Also du kannst überall dran ziehen, hast, brauchst keine Angst haben, dass dir gleich irgendwie dir irgendwas entgegenfällt oder sowas. Also macht ja alle sehr anwenderfreundlichen Eindruck. Ne? Genau. Und dann haben wir, fangen wir mal oben an, zwei Schnittschutz. Genau, für Kettensägenausrüstung alles. Ne? Genau, zwei Helme, zwei Hosen. Okay. Dann das Fichtenmoppet. Also schön, dass ihr es auch doppelt habt, weil... man darf ja auch normalerweise, wenn man mit der Kettensäge arbeitet und da hilft einer mit, an diesem Gefahrenbereich gar keiner stehen, aber wenn da nun einer mit rein muss, dann braucht der auch die Schnittschutzausrüstung, ne? Genau. Motorsäge mit Zubehör, weiteren Schnellangriffsleitung für Strom.
Spannung. Ja, genau. Hier. Was habt ihr hier noch Schönes? Achso, flatter Abschleppwand. Genau, Trennschleifer. Aber dann unser Starpack. Damit fangen wir dann immer an, schon mal das Auto zu stabilisieren. Ja, ich hab's. Ja, nur mal hier vorne hinstellen. Ne? Also das heißt, achso, hier eure, genau. Die Lego-Steine. Die Lego-Steine, ne? Die man da genau zum Packen. Das Fahrzeug auch gegen Wegrollen sichert und unterfüttert, dass es nicht zusammensackt. Dann haben wir hier noch einen Pedalschneider, falls der Fuß eingeklemmt ist. Bitte. Erik denkt sich gerade, was habe ich da heute zugesagt? Ich muss ja auch noch arbeiten hier. Okay, also so zu einer hydraulischen. Einmal per Hand. Jetzt machen wir hier so einen kleinen. Schließen wir auch dann hiermit an. Ja. Legen den um das Pedal drumherum, pumpen und dann geht er langsam zu. Genau, ein kleiner. Und ist dann halt abgeschnitten. Okay, dann kann man noch einen anderen Aufsatz draufnehmen. Genau. So zum Anheben noch. Also. Ja, nee, den also Aufsatz kannst du. Das ist eigentlich so da, um Türen aufzumachen. Achso. Ne, schlägst du in die Kante rein, pumpst du, dass du die Tür mechanisch aufdrückst. Ja. In der technischen Hilfeleistung kann man alles für alles benutzen, wenn es dafür geht. Ja, ne? Genau. Also man kann auch was damit zur Not anheben, was dafür da muss, geht auch. Ne? Ist eine handhydraulische Quetsche, ne? Ja. Ja, ist doch gut. Dann haben wir hier noch Schnittkantenschutz, dass wenn man jetzt zum Beispiel abgetrennte Metallteile. Genau, dass man so über B-Säulen sowas rüberstülpt, ne? Genau. Okay. Airbag-Sicherung, Beifahrer. Also kennt ihr diese Airbag-Abdeckungen, dass sie, falls sie auslösen sollten, keinen gefährden können? Also eine Abdeckung, so ein Schutz? Genau, hier haben wir dasselbe nochmal für den Fahrer, diese Spinne. Ja, einmal für PKW und einmal für LKW. Ja, okay. Splitterschutz für den Fahrer verunfallten. Achso, hier so eine Abdeckdecke. So Patientenschutz. Genau. Für den Insassen, wenn er drin ist, dass man den schützen kann. Ne? Halt eine Schutzmantel. Genau. Hier haben wir die Bereitstellungspläne, wo wir dann unsere ganzen Sachen drauf ablegen. Genau, wo das Bild eben da war. Ne? Genau. Gummihandschuhe. Chemikalien-Schutzhandschuhe. Genau. Ja, okay. Chemikalien-Schutz. Nee, aber. Finde ich schon super. Ne? Hier noch eine Kiste für. Steht der Verkehrsunfall drauf, ist jetzt aber mehr noch mit Glasmanagement. Tada! Ja, immer alles so dabei, was man halt für Glasmanagement braucht. Atemschutzmasken für den Glasstaub. Ganz wichtig. Für den Gruppenführer eine Tasche mit Anzeichnungsgerät, mit Körner. Ja. Ja, ein Stift, wo er schneiden kann. Gerade wo du sagst, Körner, die Scheiben dann vorher abkleben. Ne? Ja, genau. Genau. Und gerade wenn man mit Glas, das ist ja Glasmanagementkasten, damit ist ja eine Glassäge, dieser feine Staub, da muss man sich halt vor schützen. Ne? Alle, die da drum stehen. Extra Schutzbrillen. Notfalls, genau, Schutzbrillen haben wir noch. Wenn wir das Klebeband nicht benutzen, haben wir noch einmal eine große Rolle Klebefolie. Ja. Dann können wir gleich einmal quasi großflächig die Scheibe mit abkleben. Ja. Und Oropax, wenn es mal etwas lauter wird. Ja, okay. Also wie gesagt, ganz viel immer auch dabei, was Eigenschutz angeht. Ne? Schutzmasken. Brillen, Gehörschutz. Genau. Ja, man soll seine Sinnesorgane auch schützen. Ne? Richtig. Super. So, was haben wir hier noch? Genau, und das letzte, was wir hier noch haben, ist so ein Schwelleraufsatz. Das ist dann. Nochmal rausholen. Das sind speziell für die Rettungszylinder. Ja. Wird dann so auf den Schweller aufgesetzt, dann kann man den Zylinder hier ansetzen und dann kann man weiterarbeiten. Die Leute, die TH machen, wissen, was es ist. Aber wieder vom Aufbau, von der Aufteilung, also kam mit diesen Rausklappfächern, das ist schon echt toll jetzt, ne? Die neuen Fahrzeuge. Jo. Ja, super. Wie gesagt, und im Dunkeln ist ja auch schön, ne? Die ganze Beleuchtung, die da drin ist. Super. Gut. Wir gucken noch ein bisschen. Ja, so, und, gerne. Ihr könnt ja mal vorne hier mal ein bisschen reingucken, wenn ihr wollt, vielleicht ein bisschen mit reinpacken. Dann seid ihr so ein bisschen. Voll geil. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, ich sag mal, also auch die Beleuchtung jetzt hier, wenn der Motor läuft, die Lampen, die noch drin sind, die LED-Lichterketten eh und jetzt noch der Lichtmast. Ja, es schmerzt in der Brust. Während sich jetzt meine Crew noch ein bisschen das Fahrzeug angucken, die noch ein bisschen Erfahrungsaustausch betreiben, das gehört ja auch dazu, würde ich sagen, Andreas, Erik, hier. Nochmal erstmal schönen Dank. Ja, gerne. Kein Problem.
Das Fahrzeug ist also echt Granate, finde ich. Super. Also ist kein bös gemeinter Neid, aber ich habe ihn. Also schon schön. Also das ist schon ein richtiges Auto. Wie gesagt, wir werden gleich noch, wenn wir Lust haben, noch ein bisschen reden. Ja, klar. Erstmal schönen Dank. Und ja, würde ich sagen, ich frage gleich noch ein bisschen was über eure Feuerwehr. Ne? Auf jeden Fall. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt ist hier gerade irgendwas abgefallen. Ja, das kommt von deinem Mikro. Nee, finde ich von meinem, von seinem. Von meinem? Du hast es abgerissen. Oh. Scheiße. Das ist mal auseinandergebaut. Technik! Ja, verstanden. Machen wir mal, du schön in der Blatt an, der macht das. Wir haben ein kurzes technisches Problem mit dem Mikro. Sarah, bitte. Ja, da passt das Mikro. Super, danke. Super. So, Jungs, schönen Dank. Also Auto, ich glaube, das stimmt mir zu. Und ihr könnt auch gleich mal für die ganze Hagener Feuerwehr, die Kameraden hier vom Stützpunkt, könnt ihr gleich mal gefällt mir da lassen, mal einen Daumen losschicken. Also die, die jetzt hier hochkommen, die sind nur für euch. Ne? Und ja, HLF10 ist super. Was macht ihr sonst noch? Also wie viele Aktive seid ihr ungefähr? Wir sind ungefähr 60 Aktive. Und Jugendfeuerwehr habt ihr, habe ich gesehen? Jugendfeuerwehr, genau. Haben wir 12. 12 Jugendliche? Ja, okay. Würden wir uns auch sehr über Nachwuchs freuen. Also, könnt ihr euch auch auf Facebook angucken. Wir haben auch eine eigene Facebook-Seite unter Jugendfeuerwehr Hagen. Okay, das blende ich euch jetzt hier mal ein. Und wie gesagt, Jugendfeuerwehr, also hier ist ja auch nebenan noch das Gelände. Ne? Hier ist nebenan eine Schule, ist das hier, ne? Genau. Spielplatz hier unter Versicht. Ne? Schule, Spielplatz, hier TSV Mühlenfeld. Wann habt ihr immer Jugendfeuerwehr? Wann ist das immer? Freitags von 18 bis 20 Uhr. Jeden Freitag? Generell ja. Okay, also leicht zu merken, jeden Freitag von 18 Uhr, würde ich sagen, Jugendliche, das geht ab 10 Jahren, kann man da schon mitmachen. Ne? 10, 12 ist ein gutes Einstiegsalter. Und da kann man machen, bis man volljährig ist, kann man hier bei Jugendfeuerwehr mitmachen. Ja, einfach mal herkommen. Wie gesagt, kommt mal her und wenn ihr euch nicht alleine hertraut, dann schreibt drunter, Willi, komm mal mit, dann komme ich auch mit. Ne? Dann komme ich hier mit nach Hagen und bringe sie mal Freitag mit. Jeden Freitag, also 18 Uhr. Und Kinderfeuerwehr? Kinderfeuerwehr ist auch freitags von 16 dann bis 18 Uhr. Achso, die machen das vorher alle, also jeden, auch jeden Freitag davor, oder was? Nee, Kinderfeuerwehr macht nur alle 14 Tage. Achso, okay. Ja. Für die Kinderfeuerwehr, der Dienstplan hängt dann auch hier am Tor aus. Achso, okay, also ihr könnt beim Feuerwehrhaus, wie gesagt, direkt neben der Schule ist das Feuerwehrhaus hier in Hagen, da könnt ihr mal gucken, da hängt auch der Plan aus, wann das losgeht. Und ich würde sagen, auch die Kinder einfach mit Eltern mal herkommen, ne? Und ab 6 Jahren kann man ja hier auch zur Kinderfeuerwehr gehen und das. Also diese schöne Gemeinschaft und jetzt auch eben so mal die Kinder direkt, ne? Diese schöne Sache, so Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr, wer da sehen, das ist schon cool. Ne? Also da ja, macht man immer tolle Sachen, ist lustig. Ja, auf jeden Fall. Ne? Da macht man nicht nur Feuerwehr, da macht man auch mal Sportspiele, fahren mit denen ins Zeltlager, genau. Machen mit denen irgendwelche Ausflüge. Zum Beispiel unser letzter Dienst, da sind wir mit den Kindern in Superfly nach Hannover gefahren. Super, hier Trampolin, Hüpfen und sowas, ja, cool. Genau. Fanden die alle ganz super. Genau. Sowas, ne? Also kann man nichts verkehrt machen, guckt euch das mal an. Wer da sehen, hat der Willi recht, weil das ist halt, ja, schön, für Kinder immer machen. Wir machen zum Beispiel mit Kindern auch mal Kino, wenn das mal so mit, ne, mit Beamer so groß. Und dann gucken wir mal Kinofilme, Kinderfilme oder Jugendfeuerwehr machen wir mal Playstation-Turniere, haben wir auch schon gemacht oder sowas. Also man macht alles, ne?
Schön. Tolle Feuerwehr, auch Neubau. Ich habe ja irgendwie, das ist ja eine richtig schöne Stellplatz. Genau. Ich glaube, ihr seid einer der wenigen Feuerwehren, die alles gut haben jetzt, ne? Ja. Wenn man hier mal durchguckt. Das Auto ist neu. Unser MTW kommt Ende des Jahres neu. Genau, im dann MTW. Sind wir einmal genau. Mit allem durch. Super. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz mal in die Umkleide mal rein, wie sowas aussieht. Hier zum Beispiel. Ne, einfach so Spinte, aber auch geräumig, ne? Und vor allem schön hoch. Ne? Super. Also sehr ordentlich, sehr schönes Gerät draus, muss ich sagen. Wenn ihr Fragen habt zur Feuerwehr, wie gesagt, Internetseite, also die Facebook-Seite gucken oder einfach drunter kommentieren, dann würde ich sagen, könnt ihr ja mal die Antworten geben. Ne? Natürlich. Super. Machen wir. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.